Hey ho, meine Lieben. Eigentlich sollte das mit der Cocktailmixerei erst morgen so richtig losgehen. Aber ich habe heute noch Besuch bekommen von Mies. Und der hat sich hier den Sex on the Beach gewünscht. Ja, und ich tue halt jetzt ein klein bisschen improvisieren. Aber Sex on the Beach mal ein bisschen anders. Vom Rezept her halte ich mich ziemlich ganz genau dran. Aber halt ein bisschen anderes Glas rüber in die kleine, aber feine Küchenbar. Oder wie habe ich es gesagt? Küchentheke? Ja, nee, Küchenbar war es, glaube ich. Gell? Gehen wir rüber. Ja, da hätten wir im Prinzip jetzt schon alles, was wir brauchen. Dekomaterial brauchen wir heute nicht, weil ist ja eh geschlossenes Glas dann. Einen Cranberry. Jo, definitiv hier einen Denkfehler drin gehabt. Das Granatapfel war Grenadin oder so ähnlich. Und wir brauchen wirklich einen Cranberry Sirup. Habe ich Gott sei Dank noch da gehabt. Jawohl. So, wo habe ich jetzt mein Rezept hingeschmissen? Ja, dann wollen wir hier mal mit unserer Improvisation anfangen. Wodka 4 cl jeweils. Ja, Messbecherchen. 4 cl müsste bis Strich 2 sein. Also wie gesagt, total improvisiert. Pfirsichlikör. Ja gut, Eis kann man hinterher auch reinhauen. Und meine Schuhe furzen wieder wie blöde. Oh, ich freue mich schon auf mein Set. Da habe ich nämlich Ausgießer für die Flaschen dabei. Ganze auch viel einfacher. Aber der Nils konnte ja wieder nicht abwarten. Was tut er? Ja. 4 cl Cranberry oder 2 cl Sirup. Na. Ist sowieso alles anders, als man es eigentlich geplant hat. Das Ergebnis zählt. Also, wie nahe wir da jetzt an den Originalen hinkommen, keine Ahnung. Aber hier sollte ja auch hauptsächlich jetzt der Fun-Faktor eine Rolle spielen. Ja, komm, dann hauen wir das ganze Eis weg. Hauptsache schön kalt. Tja, der Behälter kann auch kalt, eindeutig. Ja.
Shake it, baby, shake it. Also doch geschüttelt, nicht gerührt. Und ich fülle jetzt einfach mit dem O-Saft auf. Ist wahrscheinlich auch mehr, als man normal reintut. Aber wir wollen uns ja jetzt hier nicht besaufen. Das schaffen wir auch nicht mit Fizzel Wodka. So. Fertig sind die improvisierten Sex on the Beach. Ja, und zum Probieren kommt der Nies jetzt bestimmt ums Eck rum. Die Kirsche, denkst du jetzt? Oh, das Schirm. Wäre es jetzt ein offenes Glas gewesen, hätte ich es noch dekoriert. Also ich hätte es da gehabt. Aber ja, schauen wir mal. Zum Wohle. Zum Wohl. Gesundheit auf euch. Schmeckt es? Ja. Ja. Und weißt du, was geil ist? Das ist richtig schön kühl. Kalt. Ja. Herrlich. Also, ich würde mal sagen, mit meiner Cocktail-Ecke geht es definitiv weiter. Kannst du jedes Jahr betreiben, wenn ich komme. Abgemacht. Prost. Wenn es gefallen hat, das kleine Sondervideo aus der Reihe, Däumchen nach oben, nettes Kommentar und Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao.